Maurice Halbwachs, Soziologe, 1902 bis 1903, Theaterstraße 18. Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs, geboren am 11. März 1877 in Reim, gestorben am 16. März 1945 im KZ Buchenwald, war ein französischer Soziologe und Philosoph, dessen Werk bis heute das Konzept des kollektiven Gedächtnisses maßgeblich mitprägt. Leben und Wirken. Halbwachs stammte aus einer katholischen Familie und besuchte die École Normale Supérieure in Paris. Er studierte dort Philosophie bei Henri Bergson. Nach seiner Prüfung in Philosophie 1901 lehrte er an Gymnasien und ging 1904 für ein Jahr zum Studium an die Universität Göttingen. Wieder in Frankreich wandte er sich 1905 als Schüler Emile Durkheims der Soziologie zu. Er wurde Mitherausgeber der Année Sociologique, wo er zusammen mit François Simon im Bereich Wirtschaft und Statistik wirkte. 1909 ging er nach Berlin, um die deutsche Nationalökonomie und den Marxismus näher kennenzulernen. 1913 heiratete er Yvonne Basch, Tochter des jüdischen Germanisten und Philosophen Viktor Basch, 1863 bis 1944. Zwei Söhne entstammten dieser Ehe. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Halbwachs im französischen Kriegsministerium und wurde danach Professor der Soziologie und Pädagogik an der Wiener Französischen Universität Straßburg. Er arbeitete 1932 als Gastprofessor für ein Jahr an der University of Chicago und wurde 1935 von Straßburg an die Sorbonne berufen. Dort lehrte er Soziologie, arbeitete eng mit Marcel Mauss zusammen und gab die Annales de Sociologie heraus, die Nachfolgezeitschrift der Année Sociologique. 1944 folgte er dem ehrenvollen Ruf auf den Lehrstuhl für Sozialpsychologie des Collège de France. Als Sozialist und wegen Sippenhaft, seine beiden Söhne hatten sich der Résistance angeschlossen, wurde Halbwachs am 23. Juli 1944 von der Gestapo in Paris verhaftet und in das KZ Buchenwald deportiert, wo er am 16. März 1945 an einer Krankheit als Folge der Vernichtung durch Arbeit starb.